Das wahre Problem ist nicht so sehr, dass wir Lebensmittel wegschmeißen, sondern dass wir Dinge wegschmeißen, die unseren Planeten zerstören. Dazu gehören eben Lebensmittel nicht. Wir haben gerade die Feiertage hinter uns. Ist viel Essen übrig geblieben? Naja, wie das so ist. Ein Feiertag heißt ja auch, dass man mehr einkauft, als man jemals essen kann. Das heißt, du hast Essen weggeschmissen? Auf jeden Fall. Hast du ein schlechtes Gewissen dabei? Naja, es kommt drauf an natürlich, was ich weggeschmissen habe. Also dafür, dass ich Essen weggeschmissen habe, nicht unbedingt. Das waren ja schöne Feiertage. Und ist das Gewissen denn schlechter, wenn du Lebensmittel in den Mülleimer wirfst, als zum Beispiel eine Plastikflasche? Also ich würde sagen, es ist eigentlich eher umgekehrt. Wenn ich zum Beispiel Lebensmittel wegschmeiße, die in der Biotonne landen, dann geht das Ganze ja in den Regenerationszyklus unseres Planeten Erde ein. Das ist ja lebendig in gewisser Weise. Wenn ich Plastik wegschmeiße, produziere ich einen irreparablen Schaden an der Umwelt. Das heißt, Plastik ist viel schlimmer oder ein Handy und so weiter, als zum Beispiel irgendwie einen Apfel wegzuschmeißen oder ein halbes Brot. Aber gerade das Lebendige ist doch das Besondere. Meine Generation von Kindern sind damit groß geworden, dass man ihnen gesagt hat, ist dein Teller leer? Denn anderswo auf der Welt hungern Kinder und wären froh, wenn sie überhaupt was hätten. Viele Kampagnen heute sind darauf ausgerichtet, werft keine Lebensmittel weg, kauft weniger ein. Ist das alles Quatsch? Ich glaube, das wahre Problem wird damit wieder ein bisschen unsichtbar gemacht. Das wahre Problem ist nicht so sehr, dass wir Lebensmittel wegschmeißen, sondern dass wir Dinge wegschmeißen, die unseren Planeten zerstören. Dazu gehören eben Lebensmittel nicht. Und wir haben uns das natürlich angewöhnt, weil es zum Beispiel in Wohlstandsgesellschaften immer noch die ferne Erinnerung daran gibt, dass hier Menschen auch einmal gehungert haben. Vielleicht liegt es daran, dass wir irgendwie der Meinung sind, man sollte nicht Lebensmittel wegschmeißen. Wenn es uns wirklich um die anderen ginge, die gerade wirklich an echtem Hunger leiden, dann würden wir ganz anders handeln. Dann würden wir nämlich dafür sorgen, dass an der Quelle der Produktion die Güter anders verteilt werden, sodass die Hungrigen nicht hungern müssen. Das wäre ein wirkliches, echtes politisches Problem. Du glaubst nicht, dass man durch maßvolles Einkaufsverhalten ein bisschen die Welt verbessern kann? Ich glaube, ein bisschen schon, aber das maßvolle Einkaufsverhalten sollte sich meines Erachtens richten auf all die Giftstoffe, die wir die ganze Zeit produzieren. Also man soll ruhig weniger maßvoll Brot einkaufen. Ja? Also kauf Brot, aber kauf weniger Plastik, wäre, glaube ich, eine viel, viel bessere Regel.